Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dave the Diver. Ja, wir sind hier immer noch im Seevolkdorf. Allem Anschein nach haben wir nur noch hier in der Spielhalle, ich denke mal vorerst, eine Aufgabe. Das schauen wir uns mal an. Da haben wir hier die werte Dame mit dem Ausrufezeichen und da unten eine. Hier gibt es also gleich zwei Aufgaben. Okay, fragen wir mal sie. Erstmal ein bisschen Live-Musik. Wen habe ich da denn jetzt eigentlich? Ich wollte die Dame da unten ansprechen. Ist jetzt eine Sequenz, ich kann nichts machen. Hey, ich hoffe, es hat dir gefallen. Alles klar. So, jetzt habe ich auch das Space-Zeichen. Pah, nicht schon wieder, verdammt. Warum bist du so wütend? Yunak, dieser Haufen Wahlkacke. Okay. Muss mich ausgetrickst haben. Meine Beluga-Pfeife. Ich habe meine wertvolle Pfeife an ihn verloren. Beluga-Pfeife? Ja, die Pfeife, die die Beluga überall im Dorf herbeiruft. Ich wusste, dass ich die Pfeife im Spiel nicht verwenden sollte. Dieser herzlose Schwindler hat mich ausgetrickst. Mensch, kannst du sie für mich zurückholen? Ich? Ja, ich kann nichts mehr, dass ich im Kartenspiel setzen kann. Ich bin pleite. Ich bin nicht gut im Kartenspielen. Ich spiele ein paar Runden zum Spaß. Okay. Wahrscheinlich dann ja mit ihm hier. Beluga-Pfeife? Aha. Die dir die bissige Dame gegeben hat. Sie hat 5-mal hintereinander verloren und hat dann alles auf einmal gesetzt. Im letzten Spiel hat sie die Pfeife gesetzt. Sie sah so aus, als ob sie sie brauchte. Kannst du sie ihr zurückgeben? Nicht umsonst. Spiel Karten mit mir und gewinne, dann gebe ich sie der Frau zurück. Was für ein nerviger Typ. Okay, wenn du das sagst, wenn ich gewinne, gibst du ihr die Pfeife zurück. Sicher, sicher. Lass uns spielen, du musst Geld setzen. Dreh die Karten, um mal ein Paare zu finden. Wer die meisten Paare findet, gewinnt. Okay. 10 oder 50? Ja, 50 habe ich nicht, also 10. Okay, da haben wir einen Stern. Da haben wir eine Muschel. Da haben wir eine Muschel und da haben wir eine Muschel. Na. Seepferdchen. Schade. Ei und Krebs. Oh, ich habe gleich zwei. Sehr schön. Nein! Jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt. Oh! Ja, das Glück ist mit den Tüchtigen. Mist. Waren die beiden Sterne da genau nebeneinander, oder? Das ist so schlimm. Nee, habe ich ja schon gewonnen, ne? Ja. Aha.
ich glaube es nicht. Ich wurde von einem Menschen geschlagen, mein Stolz ist verletzt. Naja, versprochen ist versprochen. Nimm das, das ist eine Beluga-Pfeife. Gibt es der bissigen Dame da drüben? Okay, gewinne das Kartenspiel. So, ich bin beeindruckt, Mensch. Aha, da ist sie, die Beluga-Pfeife, gut gemacht. Aber was? Du brauchst Bei, um den Beluga zu rufen und zu reiten. Als ich mit dem Typen gespielt habe, bin ich bankrott gegangen. Hey, du kannst die Pfeife haben. Was? Aber ich weiß nicht, wie ich sie benutzen soll. Aha, das ist ganz einfach. Du musst nur irgendwo im Dorf in diese Pfeife blasen, um den Beluga zu rufen. Du musst allerdings etwas Bei bezahlen, um den Beluga zu reiten. Nun bin ich sicher, dass ein begeisterter Spieler wie du im Spielsalon leicht Geld verdienen kann, ohne Zweifel. Soll ich den Beluga rufen, wenn ich eine große Strecke zurücklegen muss? Das war keine Frage. Oh, 25 Vertrauen, sehr schön. Gut, rufe den Beluga mit B. Auf dem Beluga kannst du dich schneller als normal fortbewegen. Natürlich ist es nicht kostenlos. Okay. So, dann haben wir hier die Dame noch. Hey, du bist der Mensch, der in unserem Dorf umhergezogen ist, richtig? Was für schicke Dekorationen, was ist das für ein Ort? Wir vom Seevolk arbeiten jeden Tag hart. Dies ist ein Ort der Freude für die hart arbeitenden Dorfbewohner. Ich darf also nicht herein, richtig? Schon gut. Die Spezies ist kein Hindernis für den Genuss, oder? Ah ja, du hilfst im Dorf mit, stimmt's? Ja, ich schätze, so ist das fürs Erste. Ich bräuchte Hilfe bei etwas. Dieses Etablissement veranstaltet Seepferdchenrennen, die äußerst beliebt sind. Die jüngsten Erdbeben hat die Quartiere zerstört und alle Seepferdchen sind auf und davon. Sie sollten noch im Dorf sein. Kannst du sie für mich einfangen? Fange Seepferdchen ein, okay. Dann fällt mir ein, dass Maki mir ein Insektennetz gegeben hat. Ich schätze, dass ich damit Seepferdchen fangen könnte. Hast du ja schon, aber ist ja ein anderes Thema. Gut, wir sollen, wenn ich das jetzt so schnell gesehen habe, 4 Seepferdchen fangen. Hier im Dorf. Wenn wir Glück haben, sind die wieder blauen Karos markiert. Ja, und dann möchte ich auch noch einmal mit euch gleich nach oben gucken. Da waren wir auch ja noch nicht. Naja, wir tauchen hier. Was ist das? Achso, der Beluga. Ist hier abgebildet. Also ich konzentriere mich jetzt mal auf diese blauen Karos. Ich glaube, die Seepferdchen selber sind nicht so leicht zu entdecken. Was ist das? Anfragebrett. Es gibt keine aktiven Anfragen. Okay. Dann brauchen wir da auch hier nicht weiter rumlungern. Da ist ja mit Karo, sehr schön. Dann haben wir das Giraffenseepferdchen eingefangen. Wahrscheinlich mit dieser Aufgabe automatisch nach oben dürfen, müssen, können, sollen. Das ist das nächste. Das Igelseepferdchen, alles klar. Hier sind wir am Tor. Dann würde ich sagen, springen wir nochmal eben nach oben. Tiefer geht's nicht, okay. So, einmal nach oben teleportiert. Gucken wir mal. Mal die Map auf, aber was haben wir? Ein Portal, Tenzins Haus, Tempel und Portal. Eine Aufgabe zu entdecken hier oben. Sehe ich kein Seepferdchen.
Na gut. Sollen die überall hängen bleiben hier? Moment, kann ich da drin? Oh, niemand ist hier. Ich werde wohl später wiederkommen müssen. Gut, ich sehe hier drin kein Seepferdchen. Ja, da haben wir noch eins. Whites Seepferdchen. Ist ja auch interessant. So, mit denen unterhalten ist gerade nicht unsere Aufgabe. Jetzt haben wir 3 von 4. Dann sollten wir unten auch noch mal in die Gebäude reinschauen. Fangen wir mal ganz links an. So, damit hätten wir die Geschichte erledigt. Dann machen wir einmal Retour. Bringen der werten Dame ihre Seepferdchen zurück. Sieh an, du hast alle Seepferdchen zurückgebracht. War gar nicht so einfach, sie zu finden. Jetzt können wir unsere Seepferdchenrennen wieder aufnehmen. 20 Vertrauen, 20 bei. Sind wir schon bei 75, das ist cool. Fange die Seepferdchen ein. Als Dank für deine Hilfe werde ich dir ein Seepferdchenrennen vermachen. Wow, wo kann ich eins finden? Sprich mit Yami, den du vor der Rennstrecke finden kannst. Ich hoffe, wir sehen uns im Spielsalon, Mensch. Rede mit Yami im Spielsalon. Das scheinst dann du wohl zu sein. Du meine Güte, du bist der Mensch. Der, Freund, ja genau. Ich bin Yami, ich betreibe diese Seepferdchen-Rennstrecke. Ich habe gehört, wie ich gehört habe, konntest du alle entlaufenden Seepferdchen zurückbringen. Vielen Dank dafür. Ich habe es schon von Lindchen gehört. Wir schenken dir ein schönes und starkes Seepferdchen als Dank für all deine Mühen. Yayakas Seepferdchen mal 1. Rede mit Yami im Spielsalon. Seepferdchen rennen. Wow, ich habe solche Seepferdchen schon woanders gesehen. Können sie auch hier rennen? Aber klar, bring sie zu mir und ich werde sie für die Rennen registrieren. Wenn du schon hier bist, warum registrierst du dich nicht? Warum registrierst du nicht gleich dein neues Seepferdchen? Wähle das Registrieren-Menü. Hey, hier kannst du die Seepferdchen, die du gefangen hast, für die Rennen registrieren. Warum versuchst du es jetzt nicht jetzt gleich? diese Seepferdchen verpflichten. Ja. Gut, wähle nun das Menü Rennen, um dich für das Rennen startklar zu machen. Okay, dann sollen wir das jetzt tun, oder? Hier kannst du die Strecke auswählen und dein Rennen beginnen. Da du neu bist, ich schlage vor, du solltest am besten Strecke C für Anfänger wählen. Ja gut, die haben sich ja eh noch gesperrt, von daher, alles klar. Hier siehst du alle Teilnehmer und kannst einsehen, gegen wen du antrittst. Möchtest du jetzt ein Seepferdchen für das Rennen aussuchen?
Hier kannst du eines der Seepferdchen auswählen, die du registriert hast. Oh, die Ausdauer der Seepferdchen ist sehr wichtig. Ja, hab immer ein Auge auf den Pfeil auf der rechten Seite. Sobald Seepferdchen an Rennen teilnehmen, müssen sie ihre Ausdauer regenerieren. Du solltest da immer mehrere Seepferdchen haben, die für ein Rennen bereit sind. Nehmen wir erstmal dieses hier. Ich glaube, du bist jetzt startklar. Los geht's. Gut, ich denke mal, was mit der Steuerung werden wir rausfinden. Feuere Space an, um das Tempo der Seepferdchen zu erhöhen, um das Rennen zu gewinnen. Wenn deine Anzeige über das Grüne hinausgeht, wirst du langsamer, also gib 8. Es gibt verschiedene Klassen und Typen von Rennen, Hürden und Kombinationsrennen bieten bessere Preise. Okay. So, jetzt mit Space. So, da ich die ganze Zeit applaudiert habe, das habe ich im Augenwinkel gesehen. Beeindruckend für den ersten Versuch. Ich wusste, du hättest Potenzial. Also gewonnen haben wir nicht. Wir haben dritten Platz gemacht, wenn ich das jetzt richtig sehe. Jakart Seepferdchen 2813. Okay. Bester Rekord Dritter. Ja, aber wir sollen ja das Tier regenerieren lassen. Und da würde ich sagen, belassen wir es dafür heute. So, Aufgaben sehe ich hier jetzt aktuell keine. Dann würde ich sagen, Spiegel. Dann machen wir uns zurück zum Boot. Und es müsste dann ja eigentlich dann auch schon Abend sein. So, dass wir jetzt noch das Thunfisch-Event noch mit reinkriegen könnten. Boot. Ja, 3/4 Vertrauen haben wir ja schon aufgebaut. Und Aufgaben gibt es aktuell keine. Ja, und es ist Abend, alles klar. Ja gut, hier haben wir nichts gefangen, das ist auch klar. Dann schauen wir hier nochmal einmal die Apps durch. Okay. Irgendwas Neues habe ich hier gefangen. Ja, ihn hier. Schafskopf und Imperator Kaiserfisch. Gestreifter Wels. Was war denn hier noch? Naja, den Stachelrochen. Den atlantischen Seeteufel. Und ein neues Seepferdchen, genau. Alles Klärchen, so Eco-Watcher. Nein, aber hier können wir Teil liefern. Ne, Blödsinn, die Seetrauben hatten wir schon abgeliefert. Dann bekommen wir hier ja unsere Punkte. 40 Stück, sehr schön. Ja. Hier scheinen wir auch Teil liefern zu können, dann machen wir das. So, und was gibt's denn im Weapon Shop neu? Was kann ich denn upgraden? Flammengewehr 1. Mehr kann ich alles nicht. Immer zurück. Vierfachachsel herstellen. Du. Machen wir das.
Waffe sofort ausrüsten. Wir machen mal ja. Nö, mehr sehe ich hier jetzt nicht. Sind wir da auch so weit durch? Das N hier weg, bitte. Dann würde ich sagen, machen wir uns ran. So, ist eine Sequenz, also irgendwas passiert. Was? Seevolk? Kaum zu glauben, dass etwas, das nur aus Legenden bekannt ist, wirklich existiert. Wenn es dort gutes Bier gibt, würde ich es gerne einmal probieren. Ich glaube nicht, dass es unter Wasser Getränke gibt. Okay, sehr witzig. Wer ist er? VIP ist erschienen. Michael Bang, das letzte habe ich so schnell nicht gesehen. Scheint der einzige Ort zu sein, an dem man was zu essen bekommt. Das hasse ich an diesen abgelegenen Regionen. Dieser heruntergekommene Ort kann unmöglich Sushi anbieten, das mich inspirieren würde. Ich brauche einfach nur etwas, um meinen Hunger zu stillen. Das ist wirklich unhöflich. Was darf es sein? Weißt du nicht, wer ich bin? Ich bin Filmregisseur Michael Bang. Moment, hast du nicht Roboter Samurai gedreht? Ja, Glückwunsch, deine Augen funktionieren. Ja, ich bin der großartige Actionfilmregisseur Michael Bang. Okay, der hört seinen Namen offensichtlich gerne selbst. Kaum zu glauben, dass er so von sich selber spricht. Ich drehe in dieser Gegend gerade meinen neuen Film Der Schein, aber die Schlussszene will mir einfach nicht gelingen. Ich dachte, vielleicht würde mir etwas einfallen, wenn ich etwas Inspirierendes esse. Aber dies scheint nicht der richtige Ort dafür zu sein. Ich gehe wieder. Moment. Roboter Samurai, das war ein richtig guter Film. Den habe ich mehrfach gesehen und jedes Mal hat er mich berührt. Ich erinnere mich nur an Explosionen. Wenn mein Essen dir dabei helfen sollte, noch so einen guten Film zu drehen, dann koche ich gerne für dich. Oh, ein Fan also, ja? Vielen Dank, aber denkst du schaffst das? Ich habe extrem hohe Standards in Bezug auf Sushi. Den Reis, der in dieser Gegend verwendet wird, finde ich zum Beispiel grauenhaft. Deswegen haben wir auch nur den allerbesten Reis, den wir finden konnten. Gib mir nur 3 Tage und ich werde ein Gericht zubereiten, das deinen Kopf vor neuer Inspiration geradezu explodieren lassen wird. Also schön, in 3 Tagen bin ich wieder zurück. Ich hoffe, es wird keine Enttäuschung sein. Na gut, da hatte ich jetzt nicht mit gerechnet. Dann, Banjo, hast du einen Plan? Kochen ist eine Form von Kunst. Dieser sympathisiere... Langsam. Daher sympathisiere ich mit dem Leiden eines anderen Künstlers. Ich werde ihm Essen zubereiten, das ihm inspirieren wird. Allerdings, er hatte mit einer Sache recht. Der Reis, den ich verwende, ist der Annam-Reis aus dieser Gegend. Es ist schon frustrierend, dass diese Zutat nicht besonders vielseitig ist, wenn es um die Zubereitung von Sushi geht. Hey, ich habe euer Gespräch mit angehört. Ich, in puncto Reis, ich glaube, ich habe eine Lösung für euch. So eine Idee, Otto? Hey, gib mir nur einen Tag Zeit, ich melde mich dann morgen früh bei euch. Wenn wir wirklich qualitativ hochwertigen Reis bekommen würden, dann könnten wir Sushi auf 3 Arten von Fisch zubereiten. Titandrückerfisch, Harlekin-Zackenbarsch und Leopard-Forellenbarsch. Das sind viele Zutaten. Er mag es gerne aufwendig. Bitte beeile dich. Gut. Dann würde ich sagen, das Thunfisch-Event ist in die nächste Folge verschoben. Weil Zeit ist um. Ich bedanke mich trotzdem oder wie immer für euer Interesse und würde mich sehr freuen, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Bis dahin.